Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hausflipper. Heute, ich habe es mir schon extra vorher ausgesucht, geht es mir um das Model Apartment. Das möchte ich heute machen. Juhu, bin mal gespannt. War ja so ein bisschen im Mr. Grey Style gehalten im Job. Mal gucken. Okay, also das haben sie immerhin schon mal gefixt, ja? Oh Gott, okay. Oh wow. Ach, die Dinger sind doch so creepy. Ja, das sieht auch ein bisschen creepy aus. Wow, okay. Nein, das Gute ist, hier muss man nicht so viel machen, ne? Also streichen oder sowas wird hier jetzt wohl eher nicht so sein. Hier wird es wohl eher darum gehen, alles Furchtbare zu verkaufen, also quasi fast alles. Okay, interessant. Ich dachte, das soll ein Model Apartment sein. Aber irgendwie ist das hier so Chaos pur. Gehen wir mal oben gucken. Okay. Jetzt habe ich nur so ein Café-artiges gesehen und ein Büro. Irgendwie, a bit weird, wenn man mich fragt. Ach du lieber Gott. Okay, wir haben das auch noch alles so dunkel gehalten. Das ist ja furchtbar. Okay. Ach, da ist super nah an dem Schild dran, ne? Jesus, ich hasse diesen Alarm und ich wüsste gerne, warum der läutet. Okay. Okay, das ist hübsch, das ist pink. Okay, das war im Job, war das hier ein einziges großes Schlafzimmer. Und dann war hier ein Badezimmer und da das Ankleidezimmer. Und ich meine, da war noch ein. Ach du Schande, die haben das so gemacht? Oh wei. Okay, das war ja der Kinoraum sozusagen, der dann zum Gaming Room wurde. What? Ach, cool. Okay, ja. Heieieiei, okay. Da kann man nur hoffen, dass man viel Geld rauskriegt, indem man die ganzen Sachen verkauft. Heieiei. Heieieiei. Okay. Ich werde das jetzt einmal aufräumen. Alles aufräumen und sauber machen und dann anfangen, die unnötigen Sachen zu verkaufen. Und werde dann nochmal einen Zwischenstand machen, bevor ich dann in die After-Tour gehe. Um zu gucken, wie viel Geld das, Entschuldigung, wirklich gebracht hat. Eieieiei. Okay, ja, gut. Ich bin auch mal gespannt, wie viel das macht. Okay, dann werde ich mal aufräumen. So, dann habe ich jetzt alles sauber. Ich habe auch schon den Alarm wieder tausendmal gehört, gefühlt. Und würde jetzt erstmal anfangen, ein paar Sachen zu verkaufen. Wir halten fest, was der Betrag ist und fangen mal an. So, ich will jetzt nicht einfach alles verkaufen, nur so die eher unsinnigen Sachen. Dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns bei der Aftertour.
So, und hier kommt dann jetzt die Model Apartment After Tour. Natürlich passend mit Sirene direkt am Anfang. Warten wir kurz. Fertig? Wunderbar. Es ist tatsächlich, tada, das erste Mal mit Weihnachtsdeko, einfach weil es mir total gefallen hat und gerade voll Spaß gemacht hat. Tada! Ja, es ist voller Weihnachten. Ich kann es einfach nicht mehr verheimlichen. Ich bin ein Riesen-Weihnachtsfan, von daher. Was ich hier als erstes gemacht habe oder mit am auffälligsten ist, ich habe hier den Raum weggenommen. Hier war noch ein Raum. Den habe ich komplett rausgenommen, weil ich da halt keinerlei Sinn für gefunden habe. Dann gehen wir mal hier rein. Hier waren ursprünglich andere Spiegel drin, nämlich die mehrfach. Und zwei Waschbecken. Zwei Waschbecken in einer Gästetoilette ist Schwachsinn. Das Ganze habe ich modernisiert. Ich habe den Boden überall erneuert, weil ich den ursprünglichen Boden scheiße fand. Fand ich nicht so hübsch. Den liebe ich. Also habe ich den überall verbreitet. Dann gehen wir mal hier rein. Nach langem Überlegen und Beratschlagen mit verschiedenen Leuten habe ich mich dazu entschieden, hier eine kleine Sitzecke nur zu machen. Mit einem super schönen Kamin, der sogar knistert. Ach ja, dann habe ich auch hier natürlich wieder Weihnachtsdeko. Leider leckt es hier schon die gesamte Zeit über. Keine Ahnung warum. Muss ich genau sagen. Hier nochmal eine kleine Sitzecke. Einfach weil das eine sehr, sehr. Hier sieht man den Leck jetzt auch sehr doll. Weil das sonst eine sehr leere Ecke geworden wäre. Dann hier den Essbereich. Das ist tatsächlich eine Einteilung, die ich übernommen habe, wenn ich mich jetzt recht entsinne. War ja hier auch eine Küche und dann ganz viele Sitzecken. Ja, ich bin nicht 100% zufrieden, weil es hier super leer ist, aber und auch sehr steril. Gerade jetzt die weiße Küche. Aber es gefällt mir schon noch. Und ich bin nur nicht zu 100% zufrieden. Hier kommen wieder so ein paar kleine Weihnachtselemente rein. Das Klavier stand ursprünglich da vorne in der Ecke. Habe ich dann nur hier rüber geholt. Und natürlich den hübschen Weihnachtsbaum. Ach, ich liebe das Knistern vom Feuer. So. Tatsächlich hätte ich da oben wahnsinnig gerne so einen richtig schönen, eine richtig schöne Lampe hingehangen. Ich habe da auch eine spezielle im Kopf. Hier den. Super, absolut mega schön. Aber das Problem ist, erstens das Hängen. Und zweitens, das Problem ist halt auch einfach, das würde erst angehen, wenn ich hier hochlaufe. Und dann macht es halt recht herzlich wenig Sinn. So, dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Das war, glaube ich, vorher ein Büro. Habe ich aus dem ursprünglichen Ankleidezimmer, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, hier standen auch Aktenschränke drin, habe ich ein Badezimmer gemacht. Das ist eigentlich ein wirklich schöner Ausblick hier. Auch hier ist derselbe Boden. Dann habe ich hier ein kleines Ankleidezimmer draus gemacht. Das war tatsächlich ein Raum, der hatte hier seinen Eingang. Diese blöde Sirene. Geil. War ein großer Raum dahinter. Wie man jetzt hier auf der Minimap sehen kann, ist der unterteilt. Aber ich nicht wirklich den Sinn gesehen habe. Dann gehen wir hier ins Hauptschlafzimmer. Oh, tatsächlich, das sind alles Blumen, die ich erhalten habe. Die waren im ganzen. In der ganzen Wohnung verteilt. Und hier ist dann die andere Hälfte von dem
ursprünglich großen Raum, auch als Ankleidezimmer. Die Schränke sind pink, einfach weil die vorhanden waren. Denn das hier war eigentlich nur ein Flur, der dann in ein großes Badezimmer überging. Und gar kein, es war ja in der ganzen, im ganzen Apartment gar kein Schlafzimmer vorhanden. Das wollte ich halt auf jeden Fall ändern. Ja. Und dann waren ja hier zwei Türen. Einmal zum dunklen, da schwarz sogar, im schwarzen Ankleidezimmer und einem pinken Ankleidezimmer. Das Schwarze habe ich komplett weggemacht, das Pinke dann halt in die beiden Räume aufgeteilt und habe hier dann die Wände eingerissen und tatsächlich auch nochmal ein großes Badezimmer draus gemacht. Mit His and Hers Sink. Schönen großen Dusche und die Sachen schön hinter der Tür versteckt. Oben ist wieder so ein süßer kleiner Stuhl. Sessel, meine ich natürlich. Da kann ich mich auch einsetzen. Ha. Und dann habe ich das hier an den Job angelehnt zu der Wohnung und ein Kino daraus gemacht. Besonders toll mag ich es hier mit den Sternen. Das finde ich schön. Die kann man natürlich auch ausmachen, aber finde ich schön. Mit einer Bar. Ich habe jetzt davon abgesehen, da Sachen drauf zu hängen. Und einer Zwei-Ebenen-Sitzfläche. Und kann dann da halt hochgehen. Das sind tatsächlich Gartenplatten. Und das ist auch schon meine Aftertour. Die Bilder habe ich tatsächlich so gelassen. Ich überlege gerade, es hing noch ein weiteres Bild irgendwo, aber ich kann nicht mehr sagen, wo. Es kann sein, dass es da oben war, weil der Kinoraum war ja, als ich ihn gekauft habe, anders. Es war ja hier offen. Und dann war das hier so ein Flur und in der Mitte war nochmal eine Mauer. Da waren dann zwei verschiedene Fotospots quasi drin, denke ich mal. Und so sollte das wohl sein. Fand ich nicht so schön und ja. Hab dann lieber zwei En-Suites gemacht, hab hier unten ein schönes kleine Gästetoilette und ja. Mich tatsächlich auch für zwei Tannenbäume entschieden. Einfach weil der Platz passte und es da so ein bisschen zugehörte. Oh. Dann wollen wir jetzt mal schauen, was wir dafür kriegen. Put on Auction, ja, da kann ich jetzt nicht wirklich am Garten Sale teilnehmen. Am Gartenwettbewerb, meine Güte. Wortfindungsstörung. Sollte es jemandem auffallen, ja, ich habe jetzt mehr Geld, also sehr viel mehr Geld als vorher. Ich habe ein anderes Haus in der Zwischenzeit verkauft. Okay. Es ist mehr Profit als die Häuser in der Stadt. Als Laundry und Warehouse, meine ich. Aber es ist auch nicht so viel wie das Cliff House zum Beispiel, ne? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wer oben war. Ah, okay. Okay. Ja. Kann ich mitleben? Machen wir mal schnell. Noch was von, kann ich? Ah, okay. Ich will das jetzt eigentlich nicht ausschlagen. Ich hätte gerne Fotos gemacht, das habe ich nur total vergessen. Okay, machen wir mal und hoffen, dass gute Winkel dabei sind. Nein, natürlich nicht. Okay, ja, das war halt oben, genau. So Fotobooths waren das. Ja. Ja, ich habe nicht wirklich verstanden, warum da so ein. Ja, das war das wo. Warum da so ein Riesen. Hier ein Badezimmer war, aber nicht ein einziges Schlafzimmer. Fand ich total doof. Super, das hat mich gefreut. So. Das war doch wirklich erfolgreich, muss ich schon sagen. Definitiv freue ich mich sehr darüber. An dieser Stelle ist das Video auch schon wieder beendet. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr kommt beim nächsten Mal wieder vorbei. Hinterlasst mir ein Abo, klingelt das Glöckchen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich das nächste Video hochlade.
Welches Haus es wird, verrate ich noch nicht. Es wird nichts Kleines, sagen wir so. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr einfach nächste Woche wiederkommen. Ich danke euch. Lasst mir euer Feedback da. Ich bin immer neugierig und freue mich über jegliches Feedback. Ich höre gerne eure Meinung und wünsche euch bis dahin schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich denke, jetzt werden alle Häuser etwas weihnachtlicher. Und sag dann bis dann. Tschüss.